Sowas ähnliches ist gerade mit Tulum wieder passiert, so. Was ist das für ein Tattoo an deinem Hals, Bre? Ja, Mann, ich habe heute wieder 7 Deutsche am Taco-Stand getroffen, Bro. Das hat Einfluss auf mein Leben, das ist mehr da als nur Scheißgelaber. Und natürlich hört sich das dann an wie Flair, so, ich hab das erfunden, ich hab das erfunden, ich hab das erfunden. Aber es ist so. Weißt du, wie ich mein, so? Jani, die haben wegen dir sogar extra. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und was ist das für ein Tattoo an deinem Hals, Bre? Zeig ich euch, Digga. Zeig ich euch. Yes. Und zwar ist das eine alte afrikanische Schrift, die schon vor der Kolonialzeit in Afrika, vor allen Dingen in Ghana, benutzt wurde. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu schreiben, aber hier, das ist die eine. Und zwar heißt das sowas wie, ich habe Angst vor nothing. Also ich habe Angst vor nix, außer vor Gott. In der Sprache quasi. Hier habt ihr nochmal eine andere Variante. Warte. Das ist eher so, bei mir ist eher so. Ich hab das eher länglich gemacht so. Ne? In dem Stil. Yeah, und es gibt halt auch noch andere Sprachen. So. Ich habe mich auch ein bisschen reingelesen und informiert, weil ich das Thema an sich halt voll interessant und geil finde. Es gibt noch andere Sprachen, zum Beispiel Insibidi. Das ist die Sprache von, die wurde in Nigeria gesprochen, quasi, oder erfunden. Und das ist diese Sprache hier. Und da finde ich zum Beispiel auch dieses Love und Unity, finde ich voll geil. Das will ich mir auch noch irgendwie tätowieren lassen, vielleicht auf die Finger. Yeah, und das ist auch eine Sprache, die schon gesprochen, geschrieben wurde, bevor die Kolonien nach Afrika gekommen sind. Und das ist für mich persönlich halt ein wichtiges Thema, weil wir haben auch schon gesprochen, bevor die Europäer unseren Kontinent kaputt gemacht haben. So. Und ich will mir auch noch andere Sachen auch in Sibidi tätowieren. Der ist das. Ich folge dir schon locker 5 Jahre und feier dich immer noch 1A. Das ist aber schön, Digga, dass du nach so einer langen Zeit immer noch Liebe für mich da hast, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Feier ich, Bro, dein Tattoo. Hat mich geprägt, Digga. Ich küsse dein Herz. Was hast du so gemacht heute? Ich war beim Friseur, ich habe meine Wohnung aufgeräumt, ich habe Yoga gemacht, ich habe 7 Deutsche getroffen an einem Taco-Stand, Digga. Ja, Mann, ich habe heute wieder 7 Deutsche am Taco-Stand getroffen, Bro. Ist unfassbar. Es ist unfassbar, ey. Also so viele Deutsche, die hier sind, das ist echt krass. Und ich habe auch mich mit ein paar von denen unterhalten und ich habe halt echt krass viele Leute dazu motiviert, nach Tulum zu kommen, sich das Ganze hier mal reinzuziehen und anzuschauen. Das ist echt extrem so. Also ich habe es ja schon damals mit It In Man und Vibes mit Fanus zusammen, haben wir es ja schon geschafft, dass wir quasi eine ganze Generation irgendwie beeinflusst haben mit unserer Sprache. Heute noch reden Leute so in Deutschland. Sowas ähnliches ist gerade mit Tulum wieder passiert so. Ich weiß das auch, weil viele Leute sprechen mich auch an und die geben es auch zu. Die sagen das auch so, ey Bro, ich bin hier wegen dir und so. Und es ist krass, Digga. Also es ist echt, echt krass, weil es ist nicht nur einer oder zwei, es sind Hunderte. Ich glaube, es sind Hunderte. So. Weil ich treffe jeden Tag mindestens, also immer wenn ich rausgehe, treffe ich mindestens, und ich mache keinen Scheiß, ich treffe mindestens 4 bis 5 Deutsche in meinem Alter oder ein bisschen jünger so. Mindestens. Jeden Tag und immer andere, Bruder. Immer andere, Digga. Das ist voll krass, Bro. Ist voll krass. So, ich kann es gar nicht verstehen so richtig. Also nachvollziehen, weißt du? Dass ich überhaupt einen Einfluss auf irgendwelche Menschen habe. So. Das ist krass, Digga. Das ist echt krass. So. Man unterschätzt das voll, weißt du? Das ist schon krass. Weil am Anfang, wo ich hier neu gekommen bin, da ich habe nicht einen einzigen Deutschen getroffen, Digga. Das ist krass. Aber ist cool, Mann, ist schön. Ich freue mich. Aber nicht traurig sein, wenn ich dann abhaue, ne? Du bist Trendsetter. Finde es lustig, wie Rapper das oft machen. Ich war der Erste dies, der Erste das. Bruder, aber das ist halt, ich muss das sagen, Bro. Ich war der Erste, der Straßenumfragen revolutioniert hat in Deutschland, Bruder. Ich habe Straßenumfragen in Deutschland etabliert. Ich habe Straßenumfragen nach Deutschland gebracht, so. Ich habe den Hype ausgelöst. Ich weiß das, so. Und natürlich hört sich das dann an wie Flair, so ich hab das erfunden, ich hab das erfunden, ich hab das erfunden. Aber es ist so. Und niemals wird das einer zugeben, deswegen sag ich das. Alle, die danach gekommen sind, ob es ein Yavi TV ist, Cheyenne Garcia oder wie die alle heißen, das sind meine Minimis, Bro. Sorry, ich mach die nicht klein damit oder so, aber ihr habt angefangen, weil ihr gesehen habt, Lovelock hat Hype aufgebaut mit Straßenumfragen, so. Sorry, Digga. Muss ich so sagen, ist Fakt, Bruder.
Ist Fakt. Wegen mir wurden so, guck, der hat's verstanden. Wegen dir wurden mehr Straßen gebaut sogar. Ja, nee, die haben sogar extra Straßen gebaut, Bruder, damit ich mehr Straßenumfragen machen lasse. So, weißt du, wie ich meine so? Das ist behindert, Bruder. Geil, Digga. Jani, die haben wegen dir sogar extra. Einfach Straßen gebaut, Bruder. Ja. Den International, nur die wahren OGs kennen den internationalen Bodyverband, Bruder. Aber ich glaube, damit habe ich dazu beigetragen, dass diese ganze Content-Nummer auf der Straße so ein bisschen den Bach runtergeht, weil die gesehen haben, okay, der Lovelock macht so Body-Tests, der geht auch in eine Richtung und die haben halt immer einen draufgesetzt, so, ne? Wo ich ja halt noch nie mitgemacht habe, schon allein mit den Idiotentests und so. Ich meine, ich fand das immer nicht geil, wenn Leute sich hingestellt haben auf die Straße, um andere Leute fertig zu machen oder um sich über andere Leute lustig zu machen oder so, weißt du? Und davon gibt es eine Reihe so. Die haben sich einfach nur hingestellt, um so cringige Menschen wie möglich zu suchen, um die dann vor der Kamera zu verarschen. So. Und das war nie mein Fall. Wenn was Witziges bei mir passiert ist, dann kam das immer aus dem Real. Das kam dann, weil einfach eine behinderte Situation entstanden ist, so, weißt du? Aber ich hätte niemals irgendjemanden angerufen und gesagt, mach mal hier extra Faxen oder mach dich mal lächerlich, damit ich das für meine Klicks und so. Die haben halt immer wieder einen draufgepackt, ne? Immer wieder einen draufgepackt, so. Dass ich dann ganz schnell gesagt habe, auch wenn ich den Hype ausgelöst habe, da ziehe ich mich wieder von zurück, so. Haha, geil, ja, stimmt, echt viel bewegt. Hast irgendwie ein Händchen dafür, aber leider haben andere mehr erreicht, was Geld betrifft. Finde ich echt schade, würde dir gönnen, dass du mehr hast. Ja, das ist es halt, ne? Ich habe Leuten Inspiration teilweise gegeben, die dann die Dinge, die ich gemacht habe, besser gemacht haben, anders gemacht haben, auf ihre Art und Weise gemacht haben und dann mehr Geld verdient haben als ich. Aber das ist so der, so läuft es halt, ne? 20% der Leute liefern 80% der Leute die neuen Inspirationen. Und diese 80% arbeiten dann damit, so, weißt du? So läuft es im künstlerischen Bereich fast immer. Die haben keine Props gegeben. Nee, natürlich haben die keine Props gegeben. Natürlich haben die keine Props gegeben. Warum auch? Weißt du, ich meine, das soll ja so aussehen, als ob die das erfunden haben. Weil ich nie gesagt, also ich habe auch selber schon Sachen, Inspirationen mir geholt und dann immer erwähnt, wo ich die Inspiration her habe, so, weißt du? Egal, paar Leute wissen, ich weiß, wir machen weiter. Wir bleiben weiter drin. Wir revolutionieren jetzt halt das nächste Thema, so, ne? Dann nehmen wir halt die ganze Musikgeschichte jetzt auseinander, Digga. Was soll ich dir sagen, Bro? Weißt du, ich meine so. Scheiß drauf. Ist egal, Hauptsache wir haben was dagelassen. Mein Ziel war es sowieso immer eigentlich nur was dazulassen. Mir ging es nie um Money, mir ging es eigentlich immer nur um was dazulassen. So, und mit dem Straßending habe ich auf jeden Fall schon was dagelassen. Die YouTube-Szene, ich habe YouTube viel gegeben, so. Formate gegeben, lustigen Content gegeben. Ich habe YouTube sehr viel gegeben, ich habe sehr wenig, ich wollte jetzt gerade sagen, zurückbekommen, aber das stimmt nicht. Ich habe mir selber sehr wenig rausgeholt wieder. So, ich habe viel reingesteckt, habe immer selber sehr wenig rausgeholt, so im Vergleich zu anderen Leuten, die auch deutlich kleiner sind als ich, deutlich weniger gemacht haben als ich, deutlich mehr Geld gemacht haben. Ja, das war halt nicht mein Fokus, ne? Mein Fokus, also ich, guck mal, ihr müsst das verstehen, ich erfinde und etabliere lieber ein neues Format, anstatt dass ich mit irgendwas, was ein anderer erfunden hat, Geld verdiene. Wenn du Streams machst mit Girls aus Mexiko, geht das ab. Meinst du? Alles mit Girls geht ab, wegen horny Leute. Ja, ich weiß, Digga. Smash or Pass ging auch ab. Straßenumfragen, wo ich Girls gefragt habe, egal auf was die stehen, ging auch ab. Videos mit Zara ging auch ab. Und ich habe halt auch einen krassen Draht zu Girls. Ne? Ich könnte hier jeden Tag eine andere Olle hinsetzen und dann würden meine Streams voll geklickt werden und so und geil. Und Leute würden meine Streams gucken, weil ich immer geile Ollen da hab und so. Aber das ist nicht mein Ziel, Bruder. Ich möchte es schaffen. Guck mal, selbst wenn wir haben jetzt 70 Zuschauer. Ich weiß, von diesen 70 Leuten gibt es ein paar, die so hier zuschauen, einfach nur, weil die irgendwie durch mich Motivation bekommen, Inspiration bekommen, ihr eigenes Ding dann besser durchziehen oder so. Weißt du, wie ich meine so? Das ist das, was mich dann auch, das ist das, wofür ich stehen will. So. Ich will, dass wenn Leute dann draußen sind und über mich unterhalten, dass die nicht sagen, ja, ich gucke Leons Streams jeden Tag, weil da sind immer geile Ollen drin. Nee, ich gucke dem seine Streams, weil er ist ein krasser Mann. So, der gibt mir manchmal Sachen mit auf den Weg, der gibt mir manchmal Gedenkanstöße, wo ich sage so, ja, Mann, Digga, das prägt mich. So, das hat Einfluss auf mein Leben. Das ist mehr da als nur Scheißgelaber und so. Weißt du? Ist viel mehr wert für mich als dieses mit geilen Ollen und dann viral gehen und so. Ja, habe ich ja gemacht. Ist auch geil. War eine schöne Zeit und so.
ich finde es ja auch brutal, weißt du so? Ich finde Ollen richtig geil, Digga, immer noch. Ich bin 30, ich habe immer noch, Bruder, ich immer noch nicht genug, immer noch nicht genug. Aber ich habe genug davon, das so krass in die Öffentlichkeit rauszuhauen und mir damit irgendwie meine Reichweite aufzubauen, weil ich bin mehr als das, Digga. Ich bin meiner Meinung nach ein Typ, der was zu sagen hat, so. Und das soll im Vordergrund stehen, weißt du? Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club.